Eine idyllische Landschaft, 400 Einwohner, 50 Milchkühe und ein Landwirt, auf dessen Hof der große Hänger von Thomas Marschall aus Papenburg. Da ist ein Tank drinnen, 1000 Liter Tank drinnen und ein Apfelbecken zum Landwirt und macht dort den Käse vor Ort innerhalb von 5 Stunden. Und danach wird der Käse mitgenommen und wird reif beim Käser, sozusagen im Reiferaum, bis er fertig ist. Und dann wird er durch den Landwirt geholt oder ich bringe beim nächsten Turn wieder mit. Der Käsekessel fasst 1000 Liter. Das wird in die Apfelwanne im hinteren Bereich abgefüllt über einen Schlauch und in solche Plasteformen, wo die Käse dann mehrmals gewendet werden. Und am nächsten Tag kommen die Käse dann ins Salzbad und in den Reiferraum. Die Hygienevorschriften sind sehr streng. Vor jedem Betreten oder wenn man irgendwas macht im Anhänger, muss man die Hände waschen, desinfizieren. Nach dem Käsen oder vor dem Käsen und nach dem Käsen muss der Käsekessel und die Apfelwanne gereinigt werden mit speziellen Reinigungsmitteln. Die Temperatur muss Minimum 32 Grad haben. Und der ganze Prozess dauert wie lange, bis so ein Käse fertig wird? Am Hof bin ich 5 Stunden und ein Schnittkäse dauert 5 Wochen dann, bis er fertig gereift ist. Aus wie viel Liter kriegt man wie viel Kilo Käse? Aus 1000 Liter Milch 100 Kilo. Bei Schnittkäse, bei Bergkäse ist es 90 Kilo ungefähr. Und was ist das Komplizierte dabei? Man muss die Temperatur und sowas alles im Auge haben? Man muss alles relativ genau einhalten, dass man auch immer den gleichbleibenden Käse hat. Obwohl man muss sagen, bei Rohmilch, wir machen ja Rohmilchkäse, also der ist nicht pasteurisiert. Dadurch können schon Geschmacksunterschiede, leichte Abweichungen entstehen. Landwirt Carsten Senke ist einer von 3 Landwirten im Landkreis, die die Vorteile der mobilen Käserei nutzen. Ja, erstmal das Käsen an sich, dass man so ein bisschen unabhängiger vom Weltmarkt wird. Und die mobile Käserei hat den Vorteil, die meisten Auflagen, die ich einhalten müsste und Kosten, die liegen halt bei der Käserei. Und das wird sich in dem Sinne wieder... Da wird sich der Käse nicht lohnen, das alles selber anzuschaffen.